Bester Musiker. Anti-Musiker. Er hat noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt, aber er hat unheimlich viel Ahnung von Musik. Er scheißt die Musiker mal zusammen, wenn sie nicht richtig spielen. Ich weiß gar nicht, wo er das her hat. Aber er hat ja studiert. Und dann lassen wir das auch dabei. Hannes, du hast was zu sagen zu deinem Publikum, was hervorragend ist heute. Tanzfreudig. Ja. Gut. Sie wollen alle in den Mai reinkommen. Hallo. Hoffentlich klappt das heute, nicht wahr? Wenn man dir gedacht hat, schon, das ist ja nicht gelohnt, ein Finger auf der Landkarte. Letztendlich habe ich ja Wirtschaftsgeografie mal beruflich studiert. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt für die Musiker. Wir machen die Musikveranstaltung seit 1983. 83, dann gibt es ja überhaupt. Ja gut. Auf alle Fälle, die hat starken Jazz-Charakter und Jazz-Tradition. Und in den Jazz-Lokalen gab es die herrliche Gute. Nicht nur der Wirt musste für die Gage bluten, sondern auch die Gäste haben mit Freude geblutet. Das heißt, die berühmte Kollekte großzügig unterstützt, damit die Herrschaften auch nach Hause fahren können. Weil man muss überlegen, der Jimmy fährt einen Porsche, das kostet natürlich ein paar Mal. Ja, teuer. Aber wenn er den nicht fährt, hat er auch nicht die gute Laune. Hat er auch nicht die gute Laune, die brauchen wir ja. Also wir gehen gleich mit dem Hut rum. Der Hut ist ein Deckhügel. Wenn wir in den Deckhügel soll es nicht klimpern, sondern mehr flattern. Das ist dann mehr Atmosphäre und mehr schwierig. Und ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir mit der Kollekte die Kosten nach Möglichkeit für die einzelnen anderen Bezahlerei etwas zurückstellen. Aber das ist nicht einfach, so eine Veranstaltung für den Wirt mitzutragen. Denn da gibt es GEMA, Künstler- und Sozialkassen, Trans. Ich spreche zu leise, noch zu leise. Also, die Kosten sind schon gewaltig. Die Herren trinken auch noch zum Teil auf die Leibwesen. Parkplatzgebühren fallen allerdings nicht an. Ich hoffe, die haben mich verstanden, was ich sagen wollte. Und wünsche noch viel Vergnügen und einen herrlichen Tanz in den Mai. Alles Liebe und Gute. Und Programm für die nächste Zeit wird verteilt. Bis dahin, jetzt können wir wieder weiter.